Wenn Sie geschäftlichen Erfolg haben wollen, brauchen Sie unbedingt wirkungsvolle Fotos und Videos in Ihrer Außendarstellung. Das Kuriose jedoch ist, dass sich die meisten Leute bei so einem wichtigen Punkt auf ihr Gefühl verlassen. Alles wird geplant. Der Geschäftserfolg, Zahlen, Preise. Jedoch bei dem ganz entscheidenden Punkt, wo es vorne anfängt, verlassen sich die Leute auf eine Art Glücksspiel, auf ihr Gefühl. Denn eins ist klar, ohne dass sie gesehen werden und ohne dass man sie kennt, können sie auch nichts verkaufen. Und ohne Fotos werden sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Gefühle sind häufig sehr individuell und wenig planbar. Das Tückische, was jetzt noch hinzukommt, ist, dass Fotos und Videos in Sekunden von Bruchteilen und häufig sehr unbewusst wahrgenommen werden. Das heißt, wenn ein schlechtes Foto von Ihnen veröffentlicht wird, denkt niemand daran, boah, mieser Fotograf oder die Person war halt müde oder hatte eine Party. Alle verbinden unbewusst etwas Negatives mit Ihnen. Seit über 35 Jahren fotografiere ich nun. Ich habe eine Fotografenlehre absolviert und in meinem Studium habe ich mich sehr, sehr viel mit Bildwirkung und Bildkommunikation beschäftigt. Und immer wieder frage ich mich, was unterscheidet ein nur schönes Foto von einem wirkungsvollen? Und wie kann ich die Wirkung in Fotos und Videos maximieren? Brauche ich dafür ein großes Studio, die neuesten Computer und Programme, die modernste Kameratechnik oder aber viele Lampen? Die Antwort ist nicht immer. Aber manchmal. Als Spezialist für Bildkommunikation weiß ich, wie ich Bilder gestalte und mit welchen Mitteln ich die größtmögliche Wirkung erziele. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich hatte mal einen Auftrag für einen größeren Friseur mit über 30 Mitarbeitern. Und was erwarten Sie von einem Friseur? Sie erwarten natürlich einen guten Haarschnitt. Aber was erwarten Sie noch? Sie erwarten sicherlich designorientierte, modische Haarschnitte, gute Unterhaltung, Freude, sympathische Menschen, die sie umgeben. Und genau das haben wir probiert, in den Fotos auch einzufangen. Wir zeigen viele Menschen, die sehr sympathisch sind, die verrückte Dinge tun. Und wenn Sie sich diese Bilder anschauen, schwingen auch genau diese Gefühle bei Ihnen mit, auch ganz unbewusst. Noch ein Beispiel. Diese Fotos sind entstanden für eine Rechtsanwaltskanzlei. Als Laie, der vielleicht nicht so viel mit Rechtsanwälten und Recht zu tun hat, woran denkt man? Paragraphendickicht, Dschungel, verworren, unklar. Und genau dagegen wollten wir mit unseren Bildern kommunizieren. Wir haben eine kompetente Person in den Vordergrund gestellt, die sympathisch und selbstsicher aussieht. Wir haben einen hellen, ganz transparenten Hintergrund gewählt und das auf allen Bildern. Und es ist nichts, was die klare Linie stört, also nichts Verworrenes, sehr moderne Geräte, die zu sehen sind. Und das sind wieder die Gefühle, die mitschwingen, wenn Sie diese Bilder sehen. Wie Sie sehen, kann man also auch mit Bildern planbar kommunizieren. Man muss nur die richtigen Bildvokabeln kennen und man muss diese auch richtig einsetzen können. Und ich muss wissen, mit wem ich mich unterhalten möchte. Das heißt, ich muss meine Zielgruppe bestens kennen. Wenn Sie also Ihren geschäftlichen Erfolg planbar gestalten möchten, wenn Sie auffallen möchten und in Erinnerung bleiben möchten, dann freue ich mich auf Ihren Anruf.